Pixel Junks Ultimate Shooter, die Revanche. Nein, natürlich nicht, sondern wir müssen nochmal von vorne ein paar Level spielen, denn wir haben ja am Anfang an nicht richtig aufgepasst. Wir brauchen nämlich die ganzen Diamanten, um neue Level freizuschalten. Und deswegen spielen wir nochmal von vorne ein paar Standard-Level. Ja, das ist diese Einführung, die wir schon kennen eigentlich. Nur jetzt müssen wir nochmal so ein bisschen drauf. Ich sehe einen Diamanten, sehe ich schon mal. Ich weiß gar nicht, tauchen denn die Diamanten, die wir haben, denn nochmal auf, oder? Das weiß ich gar nicht. Ja, das nehmen wir mit. Da ist auch einer. Ah nein, was mache ich denn? Was tue ich denn? Aber hier habe ich 2 von 3, das heißt, ein Diamant fehlt. Das ist jetzt die große Frage. Also ich sehe keinen. Also nicht, dass ich wüsste. Oder ist hier unten noch irgendwo einer? Ne. Hier irgendwo? Ne. Okay. Das ist natürlich jetzt mega peinlich. Oder hat es was mit dem Männchen zu tun? Nee, oder? Dass man doch alle einsammeln muss? Das kann ich mir schwer vorstellen. Das wäre dann voll ungerecht irgendwie, aber... Nee, ich sehe hier... Oder vielleicht hat er den mitgezählt, den ich hier vielleicht schon mal gefunden habe. Naja, gehen wir einfach mal weiter, schauen wir mal. So, Level 2 im ersten Bereich. Da ist wieder ein Diamant, den wir aufnehmen. Natürlich fies, dass die größeren Gegner Lava ausstrahlen, wenn sie sterben und dann natürlich die ja, Besatzung erledigen kann. Das ist natürlich fies dann für die weiteren Level. Da waren wir denn da schon drin gewesen? Uah, komm her. Da ist nochmal 2 von 3. Haben wir jetzt. Da ist der dritte. Ah, okay, also fehlt mir doch im ersten ein. Okay. Gut, macht ja nichts. Ist ja kein großartiges Thema. Können wir ja immer noch das erste Level nochmal probieren. Aber gehen wir jetzt erstmal weiter. In den nächsten Bereich. Ich finde auch die Musik ganz entspannt. Nicht so dramatisch und hektisch oder so. Ja, hier könnte jetzt natürlich ein Problem sein, dass wir unter der Lava was haben oder auch nicht. Da ist schon mal, spielt schon mal einer, den wir schon mal mitnehmen. Ansonsten sehe ich hier oben auch keinen momentan. Im Wasser? Da im Wasser ist einer. Jawohl. Aber wo ist der letzte? Wahrscheinlich da hinter dem Gestein, oder? Nee. Wo ist der verfluchte letzte Diamant? Ach ja, ach so, hier gab es nur 2 von 2. Ah, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, Reflex. Ist ja nicht so, dass ich gerade meine Menstruationsbeschwerden habe. Nein, natürlich nicht. Ja. Reflex, du solltest auch mal ein wenig lesen. Vielleicht auch ein wenig lesen lernen. Nein, natürlich nicht. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen mehr üben und aufpassen und ein bisschen mehr gucken hier auf die... auf die Sachen, die hier auch mal am Bildschirm ranstehen oder so. Ich will da rein. Jawohl. Da ist wieder ein Steinchen. 2 von 3. Ja, Hilfe naht. Kein Problem. Hilfe naht. Ich sehe überhaupt nichts. Nimm dieses Ding da von meinem Raumschiff. Das ist total unfair. So, wollen wir denn den letzten? Stimmt, unter der Lava.
aller Wahrscheinlichkeit. Oh, ich muss das abkühlen, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Da ist er schon. Wusste ich's doch. So. Auf geht's im Sauseschritt. Jawohl. Ein Financial Contract. Spricht der zu uns irgendeiner, oder? Meine ich das nur? Uah, da habe ich gerade schon ein Steinchen gesehen. So. Jetzt haben wir das Schutzschild. Da ist ein Steinchen in der Ecke. Aha. Wer ist denn da so? Ach so, das wird im Raumschiff immer lauter. Kann das sein? Hier gibt's 5 Stück, gibt's hier. Oh mein Gott. Was soll ich denn hier? Ne, das Wasser kann man irgendwie nicht rausschippen. Frage ist jetzt, wo sind die nächsten? Ah, ja, stimmt, so war es ja gewesen. Genau, dann kam ja von oben Wasser, wenn man die erledigt hat. Richtig, ja, genau. Und dann wird wahrscheinlich unter der Lava wahrscheinlich auch noch was sein. Das Becken füllt sich. Lava erlischen lassen, so dass wir dann direkt mit dem Aufräumen beginnen können, so dass wir mal hier kurz nachschauen unter dem da ist schon der nächste Stein. Da ist auch einer. Wie ich es schon vermutet hatte. Also unter Wasser bleiben können wir ja so lange wie möglich und der letzte ist da oben, ich sehe es schon. Das stört uns nicht. Und damit haben wir alle 5. Awesome. Ja, bis auf das allererste Level, da fehlt uns einer. Aber ansonsten haben wir alle großartigen Diamanten dort gesammelt. Das heißt, es bleiben nur insgesamt 11 offen, die uns noch fehlen. Dann können wir hier mal in die Heimsuchung nochmal reinschauen und dort ein paar Diamanten nochmal sammeln. Wenn wir schon einmal dabei sind, die wir vielleicht hier übersehen hatten. Weil je mehr wir haben, desto besser ist es. Da ist zum Beispiel einer. Aber er zählt die, die wir haben, nicht nochmal mit. Das heißt, wir müssen die nochmal alle von vorne suchen. Schade eigentlich. Naja, gut. Wer schießt denn da Fotos? Verdammt nochmal. Aha, da war auch einer gewesen. Den habe ich so mit dem bloßen Auge jetzt gar nicht. Ich habe einfach mal so auf doof, auf gut Trotz, habe ich einfach mal da den Enterhaken ausgeworfen. Und siehe da, es hat funktioniert. Da müssen wir jetzt aufpassen, weil der, den wir sonst erschießen. Uns fehlt aber trotzdem immer noch einer. Uah. Immer noch ein Diamant. Aber wo kriegen wir den her? Jetzt schießt hier die Lava raus. Ich finde partout in diesem Level den letzten Stein einfach nicht. Also da im Wasser. Was ist denn hier? Hier ist doch irgendwie sowas am Leuchten, ne? Warum leuchtet das denn hier so unwahrscheinlich? Ist da irgendwie... irgendwas zu bedeuten?
da ein Geheimlevel? Geheimgang oder sowas? Oder? Okay, anscheinend nicht. Gut, dann gehen wir mal weiter. Zack. So. Schauen wir mal, dass wir hier vielleicht alle mal schießt denn da permanent auf uns? Oder knipst Fotos von uns? Das gibt's doch gar nicht. Da unten liegt ein Diamant im Wasser. So. Den haben wir auch. So, da ist der Ausgang, wo wir später hin müssen. Und so, da ist eine Lava, das heißt, ah, hier oben. Und ein Bonuslevel. Das habe ich vorher auch gar nicht gesehen, dass hier ein Bonuslevel war. Ich vorher auch noch nie gewesen. Kann man mal sehen, wenn man mal nicht nur so durchrusht durch die Level und sich mal ein bisschen mehr Zeit dafür. Mein Reflex, du bist aber auch ehrlich, ey, manchmal. Da winkt sogar einer mit dem Fähnchen, den wir vorher auch nicht aufgenommen haben. Na, fantastisch, Reflex. Du hast ja jede Menge verpasst. Der hat uns wahrscheinlich wieder irgendwas zu erzählen. Nein, und den erschieße ich auch noch. Nein. Oh nein, den Kameraden erschieße ich mit dem Fähnchen. Oh Gott. Es tut mir so leid, mein Kumpel. Es tut mir so leid. Lass mich hier sterben. Nein. Oh mein Gott, ja. Das hätte natürlich nie so laufen sollen. Naja, egal. So. Nehmen wir die restlichen Männchen auch mit ein. Und jetzt kommt wahrscheinlich das Wasser, ne? Von oben, oder? Oder wie war das nochmal? Ja, da oben kommt schon. Das löscht uns jetzt mal so eben die Lava. Müssen wir eigentlich nur noch den Typen da unten retten und dann haben wir es auch schon. Sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut, dieses Spiel. Aber dass ich den da oben erledige. Hauptsache, ich hab meine Diamanten. So. Hauptsache, ich hab meine Diamanten und fertig. Genau, Reflex. Immer an sich selbst denken und dann erst an die anderen. Natürlich nicht. So ein Mensch könnte ich nie sein und werde ich auch nie. So. Da steht schon wieder unsere Gegnerchen, die noch irgendwie relativ harmlose waren in diesem Level. Da ist zum Beispiel ein Diamant. Ach so, kann man also die Gegner auch ausschalten. Wusste ich gar nicht. Okay. Ah, nein. Ah, die Diamanten schwimmen auch durch das Wasser so ein bisschen teilweise weg. Das ist natürlich auch nicht so schön. Jetzt haben wir wieder die Pflanze hier aufgesammelt. Ah, wow. Ah, da wird der gnadenlos vernichtet von uns. Dann lassen wir den auch mal hier. Guck, ob hier vielleicht doch irgendwo der. Da ist der letzte Diamant von diesem Level. Und zack. Jawohl. Ja, ich würde sagen, wir spielen dieses Level in der nächsten Folge weiter. Ihr solltet auf jeden Fall wieder einschalten. Und zwar jetzt Pixel Junks, Ultimate Shooter. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Reflex. Ciao.